Episode 3: Die Rache der Sith. Kapitel 5: Das Ende der Jedi. Da fliegt das Schiff von Senator Organa. Genau, und da kommen jetzt eben Obi-Wan und Yoda. Sind auch nur noch... Oh, das sind keine Jedis. Das sind Klonkrieger, die sich als Jedis ausgeben. Achtung! What the fuck? Fraps, hör auf zu laggen. Achtung! Das sind Klone, die sich als Jedis ausgeben. Im Film waren das stinknormale Klone, die sie da getötet haben. Gut, an sich sind die Klone nicht mächtig, aber ihr müsst halt bedenken, wie viele Klone die Jedis abgemurkst haben, oder? Und vor allem noch so überraschend. Das war das, was so effektiv war an dieser Order 66. Die Jedis haben nicht damit gerechnet. Und dann haben die auf einmal halt so eine Order gekriegt, ja, tötet die ganzen Jedis und dann bam, fertig. Und dann war es das mit den Jedis. Ich finde es aber gar nicht mal so schlecht, dass es den Jedis hier so schlecht ging, weil da hat man einfach auch mal den Bösen eine schöne Rolle gegeben. Dass sie nicht einfach so besiegt werden, wie in jeder blöden Serie und sowas, oder? Habt ihr bestimmt auch schon mal gehabt. Ihr denkt euch so, die Guten gewinnen immer und hier bei Star Wars zum Beispiel ist das nicht der Fall. Bei der Rache der Sith ist es genau das Gegenteil. Da gewinnen die Siths. Das ist wirklich, da geht's ganz, ganz schlecht für die Jedis aus. So, wir sammeln hier wieder gleich Geld ein, damit wir das zusammen haben. Wir spielen aber hauptsächlich Obi-Wan, weil Yoda so langsam ist. Mit dem muss man springen, wenn man sie ordentlich fortbewegen will. Hier sind auch nochmal ganz viele Stats drin. Nutzt die Macht. Ey, da ist doch nur ein Haufen Scheiße drin, so wenig wie da drin ist. Da kommt ja zumindest überhaupt nicht viel raus. Naja, in Massen vielleicht. Egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal rein in den Jedi-Tempel, der vollkommen im Eimer ist. Man sieht es auch, er ist vollkommen zerstört. Nochmal so eine Bombe. Ja, da kommt wenigstens was raus. Ein paar so Goldteile wenigstens. Die Klone muss man sich übrigens auch alle freikaufen. Ist ja auch klar, man spielt ja auch keinen. Gut, bis auf Cody halt. In dem einen Level hat man jetzt halt Cody gespielt und deswegen ist der halt auch freigeschaltet. Aber Cody hat sich auch ja gegen Obi-Wan gestellt. Der hat zwar gezögert, aber er hat dann doch den Befehl gegeben. Ein paar Klone haben sich, glaube ich, sowieso allgemein geweigert und dann sind sie Kopfgeldjäger und so geworden. Wie Jango. Weil die Klone halt so eine Bindung hatten zu den Jedi-Meistern. Dann haben sich halt ganz, ganz wenige dagegen gewehrt, glaube ich. Und dann waren sie Sturmtruppen. Und dann waren für mich die Klone nicht mehr so interessant. Ich fand, bei der Republik waren die Klone sehr interessant. Gab bei Clone Wars, aber dann, wo sie Sturmtruppen waren, das habe ich keinen Unterschied mehr gesehen. Das waren einfach nur noch Soldaten, fertig. Mehr waren sie zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr. So, die Türen können wir jetzt aufmachen hier. Da kommt, die können wir aber auch zerstören. Da kommt auch nochmal Geld raus, glaube ich. Jo. Also unbedingt kaputt machen. Dieses Klingelgeräusch geht mir ziemlich auf den Sack. Vor diesem Minikit, was hier rumschwebt. Gut, das soll einem halt zeigen, ja, hier wäre ein Teil, was du holen könntest. Boah, Ruckel. Ihr seht, hier sind auch nochmal Klone.
Gut, die Klone, die sie hier drin besiegt haben, das hat man gar nicht gesehen. Man sieht's hier. Man sieht auch hier einen schönen Lego, dass der Tempel ziemlich im Arsch ist. Da, die wehren sich natürlich auch gegen uns. Das bringt eine Brücke. Da gehen wir noch nicht lang. Und dann nochmal Geld raus. Use the Force. Boom. Ein Haufen Geld. Use the Force. Nutzen wir die Macht der Kugel. Ah, da sind auch immer so Droiden drin. Das waren so Wachdroiden. Ah, da kommt doch nochmal Geld. Sehr schön. Wir sollten alles mitnehmen, was wir finden. Weil ich glaube, General Grievous, war der nicht so sauteuer? Hat er nicht 200.000 gekostet? Also der war sauteuer. Kann ich mich erinnern. Oh, jetzt habe ich mich wieder selbst getötet. Das war natürlich wieder sehr schlau. Vor allem, was man dann auch immer von Geldsatz verliert, wenn man stirbt. Das ist so nervig. Warum muss das überhaupt sein, dass man dann für Dinge überhaupt was verliert? Ist das ein Stahl oder was? Auf jeden Fall kriege ich es nicht kaputt. Das ist ein Klon. Nur Sturmtruppen haben Zutritt zu diesen Bereichen. Ja. Da kommt nur ein Klon durch. Steht als Sturmtruppe da, weil es halt vom zweiten Spiel so übernommen ist. Aber damit sind auch Klone gemeint. Diese Ziff kommt da nicht durch. Glaube ich. So, die Kugel zusammenfügen. Yay, Geld. Sogar eine blaue Kugel ist mal dabei. Blauer Stud. Ist einfach, dass die Studs auch immer verschwinden, wenn man zu lange braucht. Das geht nicht kaputt. Klingelingeling. Oh, das kann nur ein Sith. Ist hier noch was? Da kann man noch Steine in den Abgrund schmeißen. Bedeutet nochmal Geld. Jö. Gehst du kaputt? Nein. Da ist nochmal Geld. Und ein Minikit, das ich mir besser nicht hole. Weil ich habe keinen Bock, jetzt noch Geld zu verlieren. Was ist da? Oh, da ist der Jedi-Rat hier gewesen. Zumindest gewesen. Aber wie man sieht, hier sind auch Klone. Die auch wahrscheinlich einige auf dem Gewissen haben. Jetzt können wir mit den Stühlen Treppen bauen. Vor allem hier allgemein so eine düstere Musik. Gut, passt ja auch. Ich meine, die Jedi sind alle tot. Was könnte da besser passen, ne? Als eine düstere, traurige Musik. Ich meine, alle sind tot. Zumindest 99% aller Jedi sind tot. Weil die einfach mit diesem Angriff nicht gerechnet haben. Und tot. Die Klone kann ich, glaube ich, nur verwirren. Die kann ich nicht töten. Mit der Macht an sich. Sonst wäre ich ein Sith Lord. Ein Sith Lord erwirkt die. Wenn man Sith spielt, dann erwirkt man die Gegner allgemein. Es sei denn, man spielt zum Beispiel Count Dooku, glaube ich, oder Darth Sidious, der verblitzt die. Der macht Machtblitze. Wieder nur so ein einzelner goldener Stein drin ist. Oh no, Klone. Na! Tot. Die armen Klone. Gut, sind ja auch nur Soldaten. Ja, ich kann den Kopf umdrehen, ja. Den Helm kann ich den umdrehen. Dann sind die halt für einen kurzen Moment verwirrt und können nichts tun. Aber mehr bringt's auch nicht.
Wir haben über die Hälfte. Hoffen wir, dass wir noch mehr finden. Mit dem Power-Up ist das echt gut. Da kann man dann echt schön noch sammeln. Da die blauen Steine kann ich nicht holen, weil das müsste ein Ziff hier machen. Also ihr seht, man kann einiges eben nur holen, wenn man alle, zumindest von jeder Charaktersorte, mindestens einen hat. Sonst wird es schwierig mit den Mini-Kids. Oder wird schwierig, Blödsinn, sonst ist es einfach nicht möglich. Es sei denn, man nutzt vielleicht irgendwelche Glitches, die ich nicht kenne. Ja, vielleicht. Oh, Silbermünzen. Die liegen sowieso in Massen herum. Aber die bringen am allermeisten. Das sind vor allem alles nur 2D-Münzen. Boom. Nochmal eine Goldmünze. Ja, kriege ich jetzt hier auch mal ordentlich Geldbeträge oder kriege ich hier nur so wenig? Okay, hier bekomme ich jetzt nochmal durch die Plattform ein bisschen Geld. Man hat da nur kurz Zeit, um die zu aktivieren. Wir müssen die Energiezufuhr wiederherstellen. Wieso ist Obi-Wan jetzt runtergesprungen? Ich wollte oben bleiben. Oder kann ich das gar nicht? Das Mini-Kit. Ja, das ist schon möglich, ja. Ich wollte es mir einfach nochmal holen. Nutzt die Macht. Nochmal Geld. Ich hoffe, wir kriegen hier noch ordentlich Geldbeträge, weil bisher haben wir ja nicht so krass Geld jetzt gefunden. Oh, da kommt nochmal Geld. Ist eh gut, wenn wir runterfallen, dann können wir es nochmal einsammeln. Ja, Leute, ihr wollt endlich das nächste Level sehen. Ich weiß, aber was soll ich tun? Ich muss das Geld da sammeln, wenn ich... Dann müssen wir es im freien Spiel nicht mehr machen. Seht es so. Und im freien Spiel kann ich mich dann hauptsächlich auf die Constructions konzentrieren und auf das Geld, was wir dann in Massen so vielleicht finden. Ich kann nicht mal diese blaue Münze hier einsammeln, weil ich nicht hochspringen kann. Echt blöd. Nächste Energiezufuhr. Neo, Neo. Oh je, Geld. Ja, das ist eben das größte Problem, finde ich. Man weiß eben nie, ob bin ich jetzt vor der Münze, bin ich hinter der Münze. Wenn sie so runterfallen, dann weiß man das einfach nicht. Jetzt denkt man sich so, wo ist denn Anakin? Wie schon gesagt, er ist ein Sith. In diesem Moment schon. Also in diesem Moment ist er schon Darth Vader. Da können wir rein. Ist das Level schon vorbei? Kann gut sein, dass es da schon vorbei ist. Das ist doch schon die Kammer der Aufzeichnung oder sowas. Ich glaube, da ist das Level jetzt schon vorbei hier. Ne? Auf jeden Fall kann ich da nirgendwo rauf. Ne? Ich gehe jetzt einfach mal rein. Ne, ist noch gar nicht vorbei. Ich dachte schon, aber hier, nach dem Raum ist es jetzt vorbei. Wenn ich dann hier da dieses Teil aktiviere. Alle Arme. Alter, wenn das Spiel realistisch wäre. Wäre das ziemlich blutig. Also ihr seht, gerade in dem Level können wir vieles nur machen, wenn wir andere Charaktere spielen. Hier ist das Level jetzt vorbei, wenn ich jetzt hier diese Aufzeichnung abspiele. Hey, wo muss doch noch Geld liegen? Wir brauchen so einen einzigen Münzending noch. Wir können auf jeden Fall zurück. Das ist nicht das Problem. Wo können wir denn noch hin? Darauf kann ich nicht. Das kann nur ein Charakter, der hoch genug springen kann. Wo soll ich denn jetzt noch Geld holen, bitte? Irgendwo waren hier diese Zweier. Ihr habt es ja vorhin gesehen, diese Zweiermünzen. Die können wir nicht aktivieren, weil wir... Ah, da ist nochmal was in der Wand. Okay. Okay, jetzt brauchen wir wirklich nicht mehr viel.
Müssen wir hoffen, dass wir irgendwo noch was finden. Wir sammeln jetzt einfach jeden Stat ein, den wir finden. Da hoch kommen wir nicht, because Sif. Das können wir nicht zerstören. Darauf komme ich nicht. Da brauche ich einen Charakter, der schießen kann. Ich glaube, in dem Level kann man auf jeden Fall... Man kann in den Levels normal immer zurücklaufen. Also man hat da nie das Problem, dass man jetzt irgendwo nicht mehr hin kann. Weil man schon so weit vorgetreten ist. Wir müssten theoretisch schon zurückkommen. So, sind wir auch so. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass wir hier vielleicht noch irgendwas finden. Aber ihr merkt, wir brauchen hier viel Geld noch. Naja, so viel auch nicht mehr, aber... Auf jeden Fall brauchen wir noch was. Da, in denen sind auch ab und zu immer Gelddinger rausgekommen. Ah, die, in das Ding kommt jetzt... Jetzt bin ich... Ja, toll, jetzt bin ich noch in den Abgrund gestürzt. Ach komm, wir lassen es jetzt. Das werden wir im Freien... Wir müssen es im freien Spiel nochmal machen und dann machen wir es da. Es ist mir jetzt zu blöd. Ich will gar... Weil, ihr seht ja, viele Stellen, die hier sind, können wir einfach nur erreichen, wenn wir einen anderen Charakter haben. Das bringt doch sonst wirklich nichts. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück und spielen die Aufzeichnung ab und dann beenden wir das Ganze jetzt. Ist ja eine Story jetzt. Hä? Ah, jetzt. Jetzt kommt's Ende, genau. So. Das Shakti wird abgemurkst von Anakin. Da sieht man's. Anakin ist ein Schüler des bösen Darth Sidious. Jetzt haben wir Jedi nicht bekommen, zum ersten Mal. Weil es einfach nicht mehr möglich war. Er hat einfach zu wenig Geld. Müssen wir im freien Spiel dann nochmal machen. Das ist, ich habe ja, jetzt, weil ich habe halt gemeint, man müsse im Story-Modus und im freien Spiel das machen, aber muss man ja gar nicht. Ist egal, wo man es macht. Jetzt kommt der letzte Kampf. Ja, der Sith, Kapitel 6. Darth Vader. Ja, jetzt kommt das letzte Kapitel auf Mustafa. Da ist Anakin. Und Padme, die schwanger ist. Und er ist natürlich stinksauer. Und jetzt kommt Obi-Wan. Und die bekämpfen sich jetzt. Oh ja, und da muss man jetzt um sein Leben gehen. Das Witzige ist an diesem Kapitel, der Boss ist der zweite Spieler. Das heißt, wenn ihr mit jemandem spielt, müsst ihr gegen euch selbst kämpfen, quasi. Ihr müsst mit eurem Freund kämpfen, quasi. Jetzt bin ich tot! Na toll. Vor allem, wir verlieren immer mehr Geld. Das ist ziemlich kacke. Vor allem wird das immer geresettet, alles. Blöd ist, wenn man es zu spät sieht, dann fliegt alles in die Luft. Da ist ein Minikit gewesen. Es ist Anakin gestorben! Na super, Anakin, du Idiot! Ich dachte, du bist eine schlaue KI. Jetzt bin ich wieder tot! War Alter! Gib mir das auf den Sack. Warum kriegt man das Geld nicht mehr zurück? Das ist es ja. Nicht, keine Geld-Zurück-Garantie. Das Witz ist dann auch, wenn man das im freien Spiel nochmal spielt. Jetzt ist Anakin schon wieder tot! Wieso stirbt denn der blöde KI, Mann? Jetzt bin ich wieder tot. Boah, vielen Dank. Boah, ey, dieser Anfang ist ja so dumm. Der geht einem so auf den Sack. Vor allem, wenn die KI noch zu blöd ist, reinzulaufen. Okay, jetzt müssen wir hier
die Stützen errichten. Die haben sie sich eigentlich auch die ganze Zeit bekämpft und dann... Genau, man muss das jetzt hier schnell zusammenbauen, weil ansonsten ist es vorbei. Damit das Gebäude länger hält. Anakin, solltest du mich nicht angreifen eigentlich? Würde es zumindest Sinn machen. Ist cool, wenn man im freien Spiel nochmal spielt, kann man dann jeden Charakter als Schurke nehmen und gegen den muss man dann auch kämpfen gegen Ende. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Jango Fett nimmt als zweiten Spieler, dann greift er mich an. Also das fand ich immer schon cool bei dem Level, dass der zweite Spieler der Boss ist und nicht eine Boss-KI. So, jetzt müssen wir den Haufen hier wegmachen. So geil mit der Originalmusik. So, jetzt sind wir hier wieder. Und dann erkennt er, ob wir werden runtergehauen. Fighten sie! Voll in den Arsch! Runtergewürfelt. Ich finde es gar nicht mehr so dumm, dass das Level so an sich so gefährlich ist, weil man überall runterfallen kann und so. Schließlich sind wir auf Mustafa und da... What the fuck? Oh, Glitch! Sound Glitch! Wow, toll! Jetzt haben wir noch einen Sound Glitch ausgelöst. Okay, jetzt passt es wieder. Das, ihr habt es ja gehört, die ganze Zeit hat man die ganze Zeit den Schalter gehört. Wie er so... eingeschlagen ist. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt bin ich tot! Was soll denn der Scheiß? Jetzt bin ich wieder so irgend so ein Kack gestorben. Was auch immer das wieder war. Leute, ich check gar nichts. Also, das war jetzt echt komisch. Ich bin vom Feuer gestorben. Kämpfen sie wieder. Jetzt müssen wir hier rüber jumpen. Boah, Hilfe! Jetzt bin ich unbesiegbar. Was passiert, wenn ich jetzt in die Lava falle? Dann müsste ich ja theoretisch in der Lava laufen. Oh, ich bin trotzdem tot. Ja, super. Aber ich verliere kein Geld. Immerhin etwas. Boah, hallo! Hier explodiert so viel, dass man nichts sieht mehr. Boah, Hilfe. Ich sehe nichts. Oh, fuck. No. Nein. Nein, ich bin tot. Hallo. LucasArts, was habt ihr euch da gedacht? Hier muss ich doch rüber. Ich muss zu diesem Ding. Boah, hallo! Blöde Lava. Man sieht gar nichts vor lauter Explosion. Da muss ich doch ganz nach oben springen, oder? Achso, weil das runterfällt. Ah ja, und jetzt kommt der Kampf gegen Darth Vader an sich. So, und jetzt muss man gegen den zweiten Spieler kämpfen. Man kann auch zum Beispiel den zweiten Spieler jetzt anmachen und dann macht der Boss absolut nichts. Gegen die in die Lava gehauen. Oh! Komm, wir hauen den wie in den Film in die Lava. Da passiert gar nichts, dann wird Obi-Wan besiegt Obi-Wan trotzdem Anakin. Au! Oh! In die Lava mit dir. Oh! Tank it. Nandies! Vor allem, wir haben so viel Leben wie ein Bossgegner. Seht ihr das? Schaut unsere Lebensanzeige an. Das ist das Einzige, dass man so viel Leben hat in dem Spiel.
Man ist quasi gleich stark wie der Boss. Macht aber auch Sinn. Man wollte es richtig so machen, dass wenn man hier kämpft, dass der zweite Spieler genau gleich stark ist wie der erste. Oh! Down! So, Anakin ist besiegt. So, Beine abgehackt. Und Anakins Cape und alles verbrennt. Level abgeschlossen. Episode 3 gemeistert, Super Story freigeschaltet. So, wahre Jedi haben wir hier wieder. Das war ja hier wirklich ein Witz. Was das hier wohl wird? Achso, das ist das Schiff von Obi-Wan, glaube ich. Dieser Jedi-Fighter. Der erste, den er hatte, glaube ich. Kannst du mir sein? Ich weiß es nicht. Story beenden. Ja, die Rache der Sith ist jetzt vorbei. So. Jetzt kommt Padme hier nochmal und springt die Kinder auf die Welt. Achtung. Blip, blip. Sie ist tot. Die Kinder sind vor allem einfach nur so Körper mit Kopf. Das darf sie das. Holt er eine knapp und jetzt wird er zu Darth Vader. Lass. Hallo Darth Vader. Zeigt er sich so. Wo ist Papa? Enraged. Und zerstört alles. Er macht alles kaputt. Er ist sauer. Darth Vader ist geboren. Oh mein Gott. 25,6%. Wir haben ein Viertel des Spiels geschafft. Ihr seht's, also man kann noch viel tun. So, wir sind wieder in der Base. Hey Anakin, ich hab dich doch gerade getötet. Jetzt muss ich dich nochmal umbringen. Das Witzige ist, wenn man den einen Kollegen angreift, greift er einen an. Ich habe ihn wieder besiegt. Jetzt will er mich töten. Hilfe. Okay, jetzt lässt er mich wieder in Ruhe. Zum Beispiel, wenn ich den jetzt hier umbringe. Hey, da ist Dexter. Ah, der kann nicht zu und das ist einer dieser Charaktere, der nicht zu kann. Das ist einer dieser nutzlosen Charaktere, der nichts tun kann. Da, wenn ich jetzt den hier töte, da greift er mich an. Ah! Jetzt habe ich die Nels oder wie auch immer die hieß umgebracht. Jetzt bekriegen sie die alle! What the? Ah, Padme ist tot! Ja, so jetzt bist du uns! Alter! Hey, Obi-Wan bekämpft sich selbst als Padawan. Oh! Was geht hier ab? Fight! Da ist Dexter! Der heißt wirklich so. Ne, dies! Wieso klingt der wie ein Klon? Die Musik! So, wie viel kostet der General Grievous? Zu viel gebracht. Oh, ich seh's, komm, du planst irgendwas. Hallo? What the fuck?